Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Ich habe das Huawei S&P One jetzt mal eingerichtet und ein paar Sachen ausprobiert. Mein erster Eindruck ist, dass Huawei hier sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Warum, will ich euch in diesem kurzen Hands-on-Video mal etwas genauer zeigen. Fangen wir aber wie immer mit dem Lockscreen an. Der ist recht übersichtlich gehalten. Man sieht den aktuellen Netzbetreiber, die aktuelle Uhrzeit sowie das heutige Datum. Außerdem kann ich mein Gerät natürlich entsperren, nach rechts direkt zum Homescreen oder nach oben, nach links oder nach unten zu drei frei wählbaren Applikationen. Ich höre zum Beispiel gerne Musik, also lege ich mir die Musik-App nach oben. So funktioniert das. Entsperren wir das Gerät aber mal und kommen zum Homescreen. Ja, wie ihr hier vielleicht schon sehen könnt, fällt auf, dass Huawei bis auf den Lockscreen nicht viel am Vanilla Android verändert hat. Viele fragen sich jetzt vielleicht, was ist Vanilla Android? Ja, Vanilla Android ist Android, wie es von Google programmiert wurde, sprich ohne eine Benutzeroberfläche des Herstellers, wie zum Beispiel Sense von HTC oder TouchWiz von Samsung. Das sind alles Benutzeroberflächen, die die Hersteller drüberlegen. Huawei hat das größtenteils nicht gemacht. Den Lockscreen haben sie etwas angepasst, wie ihr eben gesehen habt. Außerdem haben sie zum Beispiel die Notification Bar etwas angepasst. Man hat hier oben 5 Shortcuts, um zum Beispiel WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ansonsten sind wir hier sehr nah am Vanilla Android. Wir bewegen uns im Homescreen durch eine solche Wischgeste, wie ihr schon sehen könnt. Wir haben 5 an der Zahl und das funktioniert auch sehr, sehr flüssig, obwohl hier einige Apps schon sind. Das hat mich überrascht, das ist nämlich nicht selbstverständlich und andere Geräte in dieser Preisklasse ruckeln teilweise schon beim einfachen Wischen durch den Homescreen. Ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir auch noch so ein Wetter-Widget. Das gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Ich klicke da mal drauf, um euch das zu zeigen. Das ist von Huawei zusammen mit AccuWeather entwickelt und ihr seht diese nette Animation. Ich fand, das sieht doch ganz gut aus. Ja, ansonsten haben wir diese Vanilla Android typische Suchleiste, die man auch nicht ohne Probleme entfernen kann. Und wir können zum Beispiel Apps erstellen, indem wir, wir können Ordner erstellen, indem wir 2 Apps aufeinander ziehen. So viel also zum Homescreen. Gehen wir mal in den Drawer. Dafür klicken wir auf diese 6 Punkte. Und ihr seht schon, wie sollte es auch anders sein, der Drawer ist 1:1 von Vanilla Android übernommen. Wir bewegen uns auch hier durch eine solche Wischgeste und ihr seht, auch das funktioniert absolut flüssig. Gerade hier in den Widgets ist das nicht selbstverständlich. Es gibt echt keine Ruckler. Diese nette 3D-Transition hat man auch beibelassen. Das ist nicht selbstverständlich. Andere Geräte wie das Galaxy Nexus, das übrigens dieselbe CPU hat und sonst identische Hardware, ruckeln da teilweise echt sehr stark. Das hat mich überrascht. Jetzt nehmen wir einfach mal ein Widget. Zum Beispiel nehmen wir die Fotogalerie. Halten wir es fest, suchen uns einen freien Homescreen und platzieren es hier. Dann wählen wir natürlich noch ein Album aus. Zum Beispiel Pictures. Und schon wird das Widget hier platziert und ich kann ganz normal durchscrollen. Wenn es mir nicht mehr gefällt, halte ich es fest, ziehe es auf Entfernen und schon ist es wieder weg. Wie gesagt, sehr einfach, sehr flüssig, hat mich echt überzeugt. Jetzt schauen wir mal schnell in den Browser. Der hat mich auch überrascht. Ich gehe dazu mal schnell in den Landscape Mode und rufe mal Engadget auf. Ja, meine Standard-Website, das ist eine sehr aufwendige Website und ihr werdet jetzt sehen, dass das Gerät echt schnell lädt. Also wenn man bedenkt, welche Hardware hier verbaut wurde und dass es sich hier nur, beziehungsweise in Anführungszeichen, nur um ein Smartphone der Mittelklasse haltet, hat mich das echt überzeugt. Es hat schon fertig geladen und ihr seht, das ist absolut flüssig. Also andere Geräte, wie zum Beispiel ein HTC One X, ruckelten bei dieser Website teilweise echt heftig. Pinch to Zoom, kein Problem. Das ist natürlich alles nicht ganz so flüssig wie zum Beispiel auf einem Galaxy S3 oder LG Optimus 4X HD, aber wenn man bedenkt, dass es sich hier um ein Smartphone der Mittelklasse handelt, doch sehr, sehr ordentlich. Das Einzige, was mir hier negativ aufgefallen ist, ist die Pentile-Matrix dieses Displays, sprich trotz der vergleichsweise hohen Pixeldichte wirkt der Text teilweise etwas unscharf. Gerade auf so einer aufwendigen Website mit viel Text, mit viel kleinem Text, wirkt dieser teilweise unscharf. Ist ein Problem der Pentile Matrix und meines Erachtens auch der einzige Kritikpunkt
wenn es ums Surfverhalten geht. Ja, wir schließen den Browser, ich zoome etwas heraus und wir schauen mal schnell in die Galerie. Jetzt habe ich etwas Kritik am Display geübt, wenn wir uns aber mal ein Bild anschauen, zum Beispiel dieses hier von diesen Früchten, kann das Display auch wieder seine ganze Brillanz entfalten. Ja, das ist ein AMOLED-Display, die Farben sind absolut brillant, absolut kontrastreich, also einfach nur geil, sieht echt sehr, sehr gut aus. Das Einzige, was mir noch negativ aufgefallen ist, ist, dass das Display etwas dunkel ist. Also im Vergleich zu anderen AMOLED-Displays, zum Beispiel zum Galaxy S3, ist es etwas dunkler. Ja, nur mal so, by the way. Eine andere nette Option, die Huawei hier auch noch eingebaut hat und das fand ich auch ganz interessant, seht ihr jetzt. Wir klicken einfach mal auf den Menü-Button im Homescreen und klicken auf 3D Home. Dann lädt das Gerät eine andere Benutzeroberfläche. Das ist quasi ein zweiter Launcher von Huawei und der ist deutlich verspielter und teils auch aufwendiger. Ihr seht das jetzt, wir haben jetzt so 3D-Animationen hier, aber das ruckelt. Also das ist nicht sauber programmiert und sehr, sehr verspielt, leicht an HTC Sense orientiert, meines Erachtens. Es ruckelt halt einfach. Wir gehen mal in den Drawer, auch da sieht man das, dieser Würfeleffekt hier, aber das ruckelt einfach. Mir persönlich ist es viel zu verspielt. Ich werde auf den anderen Launcher setzen, der nah am Vanilla Android angelehnt ist. Das gefällt mir einfach und wir können auch ganz einfach wieder wechseln. Finde ich cool, dass Huawei hier zwei Möglichkeiten mitliefert und ja, auch diese Möglichkeit liefert den Launcher, der sehr, sehr nah am Vanilla Android orientiert ist, zu nutzen. Leute, das war auch schon mein erstes Hands-on zum Huawei S&P 1. Mein Ersteindruck ist also bis jetzt überraschend gut. Ich sage überraschend, weil ich nicht erwartet habe, dass es im Browser so flüssig läuft oder zum Beispiel beim Scrollen durch den Drawer. Das hat mich echt überrascht. Ja, auch der sehr nah an Vanilla Android angelehnte Launcher hat mir gefallen und wie gesagt, dass es sehr flüssig im Browser läuft. Nur das Display kann noch nicht ganz überzeugen. Mehr dann in den folgenden Videos und natürlich in meinem vollwertigen Review. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.